Das ist Spotsmusik, die Sendung für die Volksmusik mit dem Nicolas Xen. Schön sind Sie dabei, Spotsmusik. Heute Abend mit einem Gast, der ist nicht als Musiker da, sondern als Kenner und Experte vom Schweizer Brauchtum und von unserer Volksmusik. Manchmal wird er sogar als Folklore-Papst bezeichnet. Der Martin Sebastian. Der Martin Sebastian ist der Verleger und Chefredakteur der Folklore-Zeitschrift Alpenrose. Außerdem ist er mit dem Folklore-Nachwuchswettbewerb jahrelang ein Förderer von jungen Musikanten. Neben seiner Arbeit als Journalist hat er sich auch einen Namen als Experte für Brauchtum und Volksmusik gemacht. Also Folklore begeistert mich, fasziniert mich, zieht mich auf eine Art an und ich möchte sie kennenlernen von innen und außen. Ich bin ein Machertyp und ich bin überglücklich, wenn ein neues Projekt startet und wenn man etwas verwirklichen kann, das dann auch weitergeht, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und da ist ein herzlich willkommen bei Martin Sebastian. Guten Abend. Hi, guten Abend. Willkommen. Herzlich willkommen. Für die Einladung. Merci. Schön, bist du hier, ein Profi wie du. Bist du ein bisschen nervös, wenn du ein Wunschprogramm hast, zusammenstellen oder ist das für dich als alter Hass keine Sache? Es ist eine riesige Freude, so etwas zu machen. Und es ist für mich eine riesige Ehre, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Dann geniessen wir doch die Musik, die du ausgesucht hast, zum Anfang gerade mal mit den Knüsperli-Buben und Wildschmaus auf den Meglisalpen. Thank you.
Julian Kühler, Kilian Rast und Thomas Sinauen. Knusperli Buben, die Kunst von meinem heutigen Gast, von Martin Sebastian. Martin, du lebst Volksmusik, du lebst Volkskultur, selber machst du aber keine Musik. Nicht mehr. Früher habe ich sehr viel Musik gemacht, aber irgendwann habe ich nicht mehr alles nebeneinander durchgebracht und dann habe ich aufgehört, selber zu machen. Und befassen tust du dich aber wahrscheinlich fast jeden Tag, zum Beispiel als Chefredakteur und Verleger von der Alpenrose. Ja, ich kann sagen, 7 Tage in der Woche bin ich irgendwie mit Folklore verbunden. Ich liebe das und ich gebe eigentlich alles, damit ich mich auch so gut wie möglich eingeben kann und etwas erreichen mit dem, was ich mache. Wenn man da alles so hört, denkt man, du bist einer, der in der Schweiz ewig gelebt hat, aber du bist mal fast auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Ja, als ich erwachsen wurde, bin, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich die Welt sehen und mal sehen, wie es auch draußen ist. Und ich habe wirklich fortwählen. Ich bin weit gereist, jahrelang in Afrika gewesen und habe die Welt gesehen und auch wissen selber am eigenen Leib, wie das ist, wenn man anders lebt. Und wie bist du wieder heimgekommen? Ja, irgendwie hat es mich dann wieder heimgezogen. Ich hatte auch kein Geld mehr und habe wieder ein bisschen arbeiten, damit wieder reisen konnte. Und bin dann hängen geblieben und habe mich dann immer mehr in diese Materie hineingeschaffen. Du hast in der Schweiz einen Haufen Projekte schon durchgeführt. Du hast einen Haufen Stationen durchlebt und jetzt bist du in Schwellbrunn heimisch geworden. Wie bist du hierher gekommen? Ja, das ist eine reine Bruchentscheidung. Also ich hatte keine Verwandte und keine Freunde bis dorthin in Schwellbrunn. Aber ich habe eine Veränderung gesucht von Zürich weg. Und ich konnte dann per Zufall dort hingehen, ein Haus anschauen. Und bin dort raufgefahren. Und ich hatte das Gefühl, jetzt komme ich heim. Es ist wie wenn ich von einer Weltreise heimkomme und jetzt bin ich da. Und das Gefühl ist heute noch. Und weißt du, wo das gelegen ist? Wieso, dass du dich dort einfach so wohl gefühlt hast? Nein, sachlich kann ich es nicht erklären. Es war ein reines Gefühl vom Bauch, ein Gefühl vom Herz. Und ich bin überglücklich, dass es so ist. Dann lassen wir Musik, die genau zu dem Thema passt, nämlich der Jodlerclub «Lueg Island». Und der Titel «Gewünscht» von Martin Sebastian, der trifft den Nagel auf den Kopf. «Meine Heimat». Bin schon manches Jahr in der Fröhen und habe Mühe, es heim verlassen. Weil auf unserem kleinen Grütli nicht mehr Arbeit zu sehen kann. Auf und vor zu fremden Leuten hat's mich getrieben gar so weit. Doch das Heilige nach der Flühne ist mir geblieben.
wunderbare Jugendklang mit dem Jugendclub Luedisland aus dem Entlebuch. Das ist Sportsmusik mit meinem heutigen Gast Martin Sebastian. Du bist an einem grossen Publikum bekannt worden als Programmleiter und Geschäftsführer, jahrelang von Radio Eviva. Und nachher hast du angefangen, Wirt in der Elbli Bar zu Zürich. Wie ist der Wechsel vom Radio zum Wirt gegangen? Ja, es waren beides zwei verrückte Sachen und zwei intensive Zeiten. Bei der Elbli Bar bin ich eigentlich so drin hineingerutscht. Das ist ein Lokal, das 4,5 Jahre zu war. Ich bin dann per Zufall dazugestossen und das hat mich so begeistert und habe dann dort ein Projekt gemacht mit jeden Tag Volksmusik und habe dann das 4 Jahre lang aufgebaut. Es war eine wunderschöne, sehr intensive und sehr bewegende Zeit. Und für dich als Folklore-Experte plötzlich hier mit Getränk, Pfanne und Wirten, haben die Jahre gut gegangen? Ja, ich bin vielseitig und habe da überhaupt keine Mühe damit. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Beiz betreibe, sondern ich habe auch an den Messen immer wieder Restaurant gehabt, zusammen mit Volksmusik. Also gewisse Erfahrungen habe ich dort schon gehabt. Und irgendwie ist es auch noch im Blut in der Familie, gibt es ein paar, die Restaurant gehabt haben. Und die Freude zum neuen Projekt anreissen hast du immer wieder. Der Martin Sebastian ist im Moment gerade besonders begeistert vom Alphorn. Und es gibt da so ein ganz bekanntes Stück, nämlich den Moosruf von Hans-Jörg Sommer. Und den hören wir jetzt in einer neu arrangierten Version nach der Idee von meinem Gast, von Martin Sebastian, arrangiert von Walter Alder. Und aus dem Moosruf wird extra für heute ein mystischer Moosruf. Thank you.
Jodlerin Ruth Felix zusammen mit dem Markus Linder, Alkohol, Raufald am Hackfleck und dem Christian Enzler an der Giga. Martin Sebastian, jetzt musst du mir noch schnell erklären, wegen was bist du denn im Moment gerade so im Alpenfieber? Es ist so, es gibt eine Konzertreihe, die heisst Alpen in Konzert. Und das ist jetzt das zehnte Mal, dass das Jahr durchgeführt werden kann. Und wir haben gesagt, wir wollen zum zehnten Mal etwas ganz Besonderes machen. Und damals machen wir die Geschichte des Alpons auf der Bühne. Also quasi vom Höhlenbewohner bis zum Jazzer wird alles auf der Bühne passieren. Und das, was wir jetzt hier gehört haben, ist der Übergang vom traditionellen Teil über das Mystische zum Unterhaltenden und dann zum Jazzigen. Also eine ganze Geschichte musikalisch auf der Bühne dargestellt am 19. September in Önsingen in Sturaufführung. Und wir bleiben gerade noch ein bisschen bei der Blasmusik. Wir wechseln aber vom Alpan zu der Nienermusik aus Cairns. Und sie spielen uns «Gruß an Freudenberg». Blasmusik mit der Nienermusik aus Cairns. Wenn man deine Laufbahn so anschaut, ein Projekt am anderen. Eins, wo man da über die Musik auch immer wieder davon profitieren dürfen, ist der Folklore-Nachwuchswettbewerb. In welchem Zusammenhang stehst du zu dem Wettbewerb? Also das ist eigentlich mein Lebenswerk. Das ist jetzt etwas, was ich schon über 30 Jahre mache. Und wo ich eigentlich alles reingegeben habe, was ich überhaupt reingegeben konnte, mich engagiert habe von 0 bis 5'000 Volt. Es war wirklich ein grosses Engagement gewesen. Und das war klein gewesen, ganz, vor 30 Jahren war es ganz klein gewesen und ist erst nachher zu einem grossen Wettbewerb geworden, so wie es jetzt ist. Und ich habe jetzt das gemacht und ich bin froh, dass ich das jetzt weitergeben kann. Denn ich möchte es weitergeben, solange es auf dem Top-Niveau ist und dass es so gut ist, wie es jetzt war. Also der VSV, der Volksmusikverband und der Jodelverband werden das weiterführen. Und beim Nachwuchs ist noch wichtig, ich habe die auch in der Alpenrose gefördert. Und da habe ich mal so einen Bub getroffen, der Hackfleck gespielt hat. Der Nicolas Senn, das war 2004, als ich ihn porträtiert habe. Noch niemand hat ihn gekannt. Und ich hatte das Gefühl, der Junge, der wird mal etwas. Gute Wahl gewesen. Und wer weiß, vielleicht
sieht man ja auch die jetzige Formation, dann zumal einmal auf der Titelseite der Alpenrose. Auch sie haben brilliert am Folklore-Nachwuchswettbewerb. Und heute Abend singen sie bei uns in der Altrütti, nämlich das Bubenquartett Dibi Debi. Sie singen uns ganz traditionell sennisches Zäuerli. Dass man in einem Schweizer Altersheim ab und zu ein bisschen Ländlermusik hört, das ist ja nicht untypisch. Heute schaue ich allerdings, wie die Bewohner von einem amerikanischen Altersheim auf meine Hackbrettklänge reagieren. Good morning. Well, hi, good morning. Do you know what I have in this box? No, it's It's Swiss folk music. It's a Hämatalzimmer. Oh, wonderful. Ich glaube, niemand hat die Hei. Das ist der Place vom Altersheim hier in Amerika. Hello, everyone, to Potts Music. May I try to help you a little bit? Yeah. Oh, yeah.
schwieriger, als ich gedacht habe. Yes. Yes. Jetzt gehen wir da mal schauen. Da sieht es nach dem Morgen aus. Good morning, Ralph. How are you? Well, good morning. How are you, sir? Breakfast for you. Thank you. You. How old are you? 102. Habt ihr das verstanden? Die Dame sagt 102, 102-jährig. Congratulations! Thank you. Musik für Sie auf Lager, nämlich die Länderkapelle Edi Wallimar Clemens Gehrig. Sie spielen Abend am Vierwaldstättersee. Wieso hast du den Titel gewünscht? Weil die Titel von Kasi Geisser, die gefallen mir sehr. Und der Titel Abend am Vierwaldstättersee, der ist ganz besonders in der Melodie und das ist einer von meinen absoluten Lieblingstiteln. In dem Fall lehn zurück und geniesse es. Merci vielmals. Der Ländler-Kapelle Edi Wallimar, Clemens Gehrig. Und natürlich auch ein grosses Dankeschön, mein heutiger Gast, Martin Sebastian. Vielen Dank, hast du uns so ein reichhaltiges Programm gebracht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Hause, ich wünsche Ihnen jetzt ganz schöne Ostern. Und mehr Volksmusik im Schweizer Radio und Fernsehen gibt es schon gleich, nämlich am Ostermäntig, am 10 ab 6 Uhr,
gibt es eine Sondersendung zum 60. Geburtstag von Carlo Brunner. Alles Gute und noch einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Ciao.